RNG mit dem ersten Punkt ein Stück weiter im Halbfinale oder näher dran zumindest. Und wir springen jetzt mal in die nächste Partie des Tages, meine Damen und Herren. Europa und China lassen wir erstmal beiseite. Wir kommen jetzt also zu den Kontrahenten von den Flash Wolves und Evos. Das sind die beiden Teams, die also sich über die Play-in-Gruppenphase oder in den Play-in-Finalspielen qualifiziert haben für diese Gruppenphase, um somit jetzt hier also heute aufeinander zu treffen. Was ist da deine Prediction für diese Partie? Es sind natürlich beides Underdogs so gesehen. Flash Wolves waren eigentlich immer so ein bisschen der Giant Slayer, aber haben halt diesen Split nicht so gut performen können. Haben sich jetzt aber in den Play-ins doch bewiesen. Also sie haben halt ihren Kontrahenten 3-0 deutlich dort rausgeklatscht. Und ich denke auch Flash Wolves sind diejenigen, die hier wahrscheinlich als Favoriten das Matchup reingehen. Ja, wir haben auf der Botlane haben wir den guten Ron OP, der dann antreten darf gegen Swordart, der auf jeden Fall in der Play-In-Gruppenphase eine sehr, sehr guten, nee, in den Play-Ins, also im letzten Spiel, quasi eine sehr, sehr gute Performance ab. Es ist sehr gut, ist auch untertrieben, ist aber halt einfach der Gott. Ist der Starspieler wohl dieses Teams auch und der auch viele, viele richtungsweisende Entscheidungen treffen kann. Wie wichtig ist es quasi, diesen Spieler rauszunehmen? Wie kann man ihn rausnehmen? Ach gut, gegen Swordart ihn direkt rauszunehmen ist eigentlich nicht möglich. Also du willst ja auch, eigentlich willst du ja den Support quasi nicht mit rausnehmen. Mhm. Ist halt eine schwierige Angelegenheit. Er hat einen sehr aggressiven Spielstil. Er roamt halt extrem viel und spielt dadurch halt auch catchlastige Champions. Das heißt, Morgana, Thresh sind halt genauso die Champions, die halt da in seinen Champion-Pool mit reinfallen. Da muss man halt einfach aufpassen, muss halt gut kommunizieren. Also Kommunikation ist da einfach der Schlüssel zum Sieg. Wenn er halt viel roam geht und nichts dafür bekommt, ist er halt ineffizient und du kannst halt die Botlane pressuren. Das ist halt quasi so immer dieser Trade-off, den du eingehst. Ja, würdest du also nicht sagen, Swordart ist die Winning-Condition des Teams oder wo würdest du den Fokus drauf ziehen? Sag ich mal so, er ist eine gute Winning-Condition für Flash Wolves. Ist aber auch schwierig, ihn halt einfach zu unterbinden. Also du kannst, wie gesagt, nicht sagen, du nimmst halt einen Support raus. Du kannst versuchen, ihn halt so ein bisschen zu outbannen, aber dafür gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Wir haben gesehen, der Rakan-Bann kam im letzten Game halt sehr, sehr schnell durch. Und da kannst du halt auch bei dem Champion-Pool, den Swordart aufweist, nicht direkt gegen einen Spieler vorgehen, schon gar nicht gegen den Support. Auf der Gegenseite haben wir, wie gesagt, das Team von Evos, das vietnamesische Team, das die Jungs von den Gigabyte Marines ausscheiden hat lassen, um hier quasi deren Platz einzunehmen. Können wir da was Ähnliches erwarten? Wie kann man das Team so einschätzen? Ich hätte von ihnen eher gedacht, dass sie halt auf Cheese Picks setzen, also dass sie halt ähnlich wie Gigabyte Marines halt auch überraschende Picks auspacken. Haben sie bisher nicht getan, vielleicht ändert sich das heute. Aber ich denke, wenn sie halt einfach bloß straight up versuchen, mit der Meta zu spielen, haben sie eher die schlechteren Karten. Rein spielerisch? Rein spielerisch, ja. Okay. Ja, die Flash Wolves also auf dem Papier der Favorit. Mal sehen, ob die Evos, ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus. Evos. Ja, erinnert mich mal ein bisschen an die Evox. von Star Wars. Mal sehen, ob die Evox hier als kleiner, Underdog, sag mal schon. Das passt auch, weil die Evox so klein sind, ne? Hier heute Schnitte sehen gegen die Flash Wolves. Ich denke mal aber, dass sie gegen dieses Team am ehesten eine Chance hätten. Gerade im Hinblick auf den Rest der Gruppe oder Gruppenphase. Wie siehst du die Chance dieses Wildcard-Teams? Von den Evox meinst du jetzt? Von den Evox, genau. Die Evox, ja. Also sie werden wahrscheinlich einer, wenn nicht sogar der Letzte in der Gruppe werden. Mhm. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Vielleicht können sie uns jetzt super hart vom Hocker reißen, aber da glaube ich noch nicht dran. Also es wird wahrscheinlich eher zum Ausscheiden vor der Knockout-Runde führen. Ja, wir erinnern uns an das letzte MSI, wo die Gigabyte Marines natürlich mit ordentlich Käse geglänzt haben. Und ich weiß, Livi mit Nocturne damals, was ist da gegangen? 8-1 oder so? 8-0? Ja. Schöne One-Shot uns. Minute 3, Level 6 oder so gefühlt. Also es war schon sehr, sehr interessant, was da abgezogen wird. Aber ich glaube, den harten Vergleich sollte man vielleicht so ein bisschen reduzieren, denn es ist ein eigenes Team. Haben sie einen anderen Spielstil als die Gigabyte Marines oder kann man sie schon vergleichen? Schwierig einzuschätzen. Gerade die Region von ihnen hat halt auch einen sehr aggressiven Spielstil. Also es ist halt bei den Play-Ins hat man es auch deutlich gemerkt. Ne? Ich finde jetzt von den Play-Ins zu dem ersten Game, was wir heute gesehen haben, ist halt das, was wir halt so ein bisschen angekündigt haben, genau das zu sehen gewesen, dass sie halt alle Play-Ins-Teams komplett aggressiv spielen, komplett early Midgame fokussiert und dass halt eben Fnatic zum Beispiel sehr ruhig gespielt hat, sehr langsam, eher Teamfight-orientiert und dadurch das Game halt so ein bisschen in die Länge gezogen haben. Und auch das wird hier wieder eine Rolle spielen. Denn Flash Wolves sind so ein bisschen routinierter, sie haben ja auch schon viel Bühnenerfahrung, sie haben international schon viel Erfolge feiern können und die werden das wahrscheinlich ein bisschen kontrollierter spielen können, währenddessen man da wahrscheinlich versucht, den eigenen Spielstil aufs early Midgame so ein bisschen auf sie, ich sag mal, ihnen den aufzuzwingen. Wenn sie das schaffen, dann haben auch Evos eine gute Chance, aber da muss man halt immer so ein bisschen gucken, wenn das gegnerische Team halt gut gegenarbeitet und halt den Trick durchschaut, sage ich einfach mal, dann wird es wahrscheinlich eine Niederlage. Ja, und da sind sie auch schon, die Jungs aus Vietnam. Die Organisation ist, glaube ich, indonesisch und alle Spieler sind aus Vietnam. Und hier haben wir also das Line-Up der Evos oder der Evox. Wir haben Stark, wir haben Yijin, wir haben Warzone, wir haben Slay und wir haben Ron OP. Dieses Team also am Dienstag qualifiziert für eben diese Gruppenphase. Und das war eine interessante Pose.
Aber es ist, glaube ich, immer so ein regionales Ding. Ne? Wo war denn das? Das gab's doch mal. Das war bei den Worlds in China, da hat doch Rectis hier diesen. Ja, ja, ich weiß nicht, was es da gab es ja auch schon Bärchenrollen von Faker, so ist jetzt nicht, aber ja, das war. Bärchenrolle nennst du das? Was, ah, das war von Overwatch war das, glaube ich mal. Ach, nee. Da musst du auch quasi jeder, oder hat jeder der Spieler so seine eigene Performance gehabt, so sein eigenes Erkennungsmerkmal, musste sich jeder quasi so ein kleines Gimmick ausdenken, wie er posen möchte. Das sah teilweise super weird aus. Ja. Hier sind die Gegner, meine Damen und Herren, die Flashwolves. 3-0 gegen Gambit durchgesetzt. Dieser junge Herr ist natürlich auch ein bekanntes Gesicht und. Wir sehen mal, ob Maple sich hier jetzt hier den ersten Punkt mit seinem Team holen kann, um quasi für die Halbfinalspiele schon mal den ersten Schritt zu machen. Ja, alle wirken konzentriert, alle sind hier das erste Mal in Berlin auf dieser Stage und wir freuen uns natürlich jetzt auf eine interessante Partie. Pickmäßig haben wir eben schon eine kleine Überraschung miterleben dürfen. Yasuo in der Midlane von Caps gepickt. Was sehen wir jetzt? Das ist natürlich, also ich gehe davon aus, dass es nicht gleich wieder ein Yasuo geben würde. Ich will euch den Spaß natürlich nicht nehmen und ich würde ihn selber auch wieder gerne sehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt eher gering. Also hier wird es wieder sehr, sehr stark in Richtung AD Carries jetzt natürlich gehen. Wer kriegt Kaiser? Wer kriegt halt Caitlyn, Morgana? Wer kriegt Zarya, Rakan? Das sind halt immer so die ersten drei Gedanken, die ich halt sofort hege. Und dann ist halt die Frage dazu, wie baust du es auf? Ne, willst du halt wirklich diese Botlane-Fokussierung haben? Willst du die Karma in die Midlane setzen? Das ist halt genau das, worum sich bisher bei der MSI diese Pick und Bann dreht. Und das wird auch weiterhin jetzt noch so bleiben. Eben haben wir ein relativ kurzes Spiel gesehen mit 35 Minuten. Es ist quasi auf ein oder zwei Teamfights ausgelegt gewesen. Beide Teams wussten, worum es geht. Wird es jetzt ein bisschen anders laufen? Ich glaube, es wird hektischer und schneller jetzt werden. Also Evos mit weniger Kontrolle, mit mehr Aggressivität im Spielstil wird da, glaube ich, so ein bisschen den Ton angeben und dann wieder schnell gewinnen oder auch schnell verlieren. Das ist ja so, das hängt ja quasi an einer Strippe dran. Und dann wird sich das halt ein bisschen schneller wahrscheinlich entscheiden. Ja, du hast schon deinen Tipp abgegeben für die Flashwolves, aber die Evos könnten jetzt hier theoretisch gleich überraschen. Und das wäre natürlich ein sinnvoller Schritt in Richtung Halbfinalspiele. Ja, Mid-Season Invitational also wieder am Start. Und wir sehen das erste Mal diese beiden Teams hier in Berlin und freuen uns. Oh, hier, ich dachte gerade, ein Handy in der Hand und mache eine Sprachnachricht. Das sah gerade mega gut. Nee, die dürfen ja auf der Stage kein Handy mit dabei haben. Aber es sah trotzdem dementsprechend. Also für diejenigen, die sich fragen, so, warum dürfen die kein Handy mit dabei haben, dann müsst ihr euch immer vorstellen, wenn die halt... Schnell nochmal op.gg. Ja, nicht nur das so, die können auch ihr Handy in der Hose haben und dann machen die halt einfach so einen Morse-Code oder irgendwie sowas aus. Mhm. So einmal anklingeln, steht da ein Wort, zweimal anklingeln, steht da ein Wort oder irgendwie sowas. Man will natürlich einfach alle Faktoren, die halt zum Schummeln führen konnten, dort irgendwie eliminieren. Ja, das ist natürlich auch verständlich, denn es geht hier natürlich um einiges. Es geht hier nicht nur um eine Trophäe, es geht nicht um die Mid-Season Invitational an sich, sondern man sammelt ja auch schon Punkte und zwar für die Worlds im Winter. Mhm. Wäre natürlich für die Evos ganz toll, hier auch schon ein bisschen was zu landen. Die Gigabyte Marines hatten sich im letzten Jahr beispielsweise auch qualifiziert. Da müssen wir dann einfach mal schauen. Ja, Mujin im Jungle ist auch jemand, der natürlich auch Akzente setzen kann. Alternativ hätte man noch Morning gehabt. Findest du, es ist die richtige Wahl? Schwierig einzuschätzen. Ich denke, sie werden sich schon was dabei denken, wenn sie ihn jetzt direkt in den Jungle mit reinplatzieren. Da ist es zum Beispiel auch gut, wenn du halt so ein Team spielst. Wie gesagt, Aggressivität war ja das Stichwort. Wenn du halt selber auch einen Jungle hast, der da mithalten kann. Es geht also... Ist keine Option, einfach defensiv zu sein. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es geht also los! Jetzt geht's los! Ja? Die Evos! Evox gegen die Flash Wolves. Viel Spaß und Maxim und alles so eine Waffe. Ja, wir sind am Start. Evos eSports darf antreten gegen die Flash Wolves, die sich ja beide in der Play-In Phase ja erstmal sich qualifizieren mussten. Hat jetzt geklappt und man sieht es schon, Heejin darf seinen Main nicht zocken. Der hat eine Grace-Performance abgeliefert, die war einfach nur atemberaubend. Geht sofort raus, keine Chance, ihn da irgendwie mit etwas zu kombinieren. Und auch Swain wird entfernt, denn Maple hat zusammen mit Mojin auf jeden Fall... Ja, der hat ja für einige gute Plays in der Mitte gesorgt. Ja, das heißt für uns aber auch jetzt schon, dass halt AD Carry-mäßig eine Menge offen bleibt. Also wir werden wahrscheinlich Caitlyn und auch Kaiser sehen, weil wenn man jetzt zum Beispiel Kaiser bannt und hat Caitlyn einfach auf der gegnerischen Seite sofort gepickt, das wäre natürlich eine Option, die du hier jetzt nicht in Erwägung ziehen möchtest. Du musst halt jetzt einfach zwei Powerpicks offen lassen von der roten Seite aus, ansonsten verlierst du alles oder du gibst dem Gegner einfach Caitlyn for free. Naja, eine Sache muss man sich entscheiden. Sieht aber schon, die Prio liegt bei Yejin auf jeden Fall bei Damage, ne? Sobald... Also er erwartet nicht mal, dass Kha'Zix so eine Antwort auf etwas ist oder so, sondern er sagt, halt Leute... Krass, dass sie ihn halt blind so hoch gleich in die Prio gesetzt haben. Aber wie gesagt, ne? Macht normalerweise keiner. Early Aggressivität. Kha'Zix ist ja natürlich einer der Champions. Warum nicht? Passt hier sehr, sehr gut mit rein. Ich sag, normalerweise ist ja quasi der Ablauf ja so gewesen, dass man ja Olaf hatte, dann Trundle als Antwort und dann kommen Graves als und Kindred als Antwort für Trundle und dann kam wieder Kha'Zix.
So, damit er wieder diese Weichen auseinandernehmen kann. Das ist, nicht mehr, das ist halt weird. Naja, Trundle wird auf jeden Fall eine harte Nuss. So, Kha'Zix wird da... Ich wollte gerade sagen, jetzt keine Ausweis. Trundle in Kha'Zix reinpicken, das wäre auf jeden Fall keine gute Idee. Ah. Skarner gehe ich schon eher mit. Ja, Skarner ist auf jeden Fall brutal tanky. Varus als ADC kann man nehmen, kann einen gewissen Self-Peel über die Ultimate, was auch nicht schlecht ist. Ich verstehe ja trotzdem nicht, warum sie nicht einfach Caitlyn Morgana picken und Skarner als dritten Pick. Also das hätte für mich viel, viel mehr ausgemacht. Und wäre halt eine viel, viel stärkere, ich sag mal, Early-Mid-Game-Komposition gewesen. Aber Caitlyn Morgana, es gibt nichts, was da gegenhalten kann, wenn Rakan rausgenommen ist. Also hier werden die Ali-Carries wirklich komplett unbeachtet gelassen. Gerade der Boris wurde jetzt hier schon gepickt. Sind aber auch nicht die stärksten Botlaner, ne? Muss man auch dazu sagen. Also Betty und Slay werden deutlich niedriger gewertet als die anderen Kandidaten, die sich hier für das MSI qualifiziert haben. Ornn nun auf der Top-Lane am Start. Die mögliche Antwort ist ein Gangplank, der auch mit Tanks sehr gut scalen kann, hat guten AOE-Einfluss auf der gesamten Karte, dank der Ultimate, und kann in Ruhe neben Ornn scalen. Und ja, so Flashwolves haben ja bisher eine Composition zusammen gedraftet, die man gut verkaufen kann. Das müssen halt, ja, vor allem haben sie echt eine gute Catch kommen. Mit Varus haben sie halt einen guten Engage, sie haben den Skarner, sie können theoretisch ab Level 6 auch auf der Botlane über die Lane ganken, sie haben halt den Slow vom Gangplank Ultimate noch mit dazu. Also trotz allem muss man da sehr vorsichtig vorgehen. Jetzt werden noch so ein bisschen die Faktoren ausgebannt. Hat sich für Azir gebannt, obwohl man selber Ryze gepickt hat. Ist auch sehr ungewöhnlich. Hm. Aber sind, man merkt, die Teams sind etwas spezieller ausgerichtet. Ja, definitiv. Mal gucken. Also, wie gesagt, die Möglichkeit, erstmal einen Supporter zu nehmen, stehen ja für die Flashwoods auch noch zur Verfügung. Also hier, damit den Fokus natürlich gegeben, weil du willst es Ryze so einfach wie möglich machen. Oder einfacher, sagen wir es mal so. Jhin wurde jetzt ebenfalls noch entfernt, das ist klar. Man hätte jetzt auf Supporter gehen können oder auf ADCs, da ja Evo sich für diese Botlane noch nicht entschieden hat. Karma nun auch raus. Das würde dich natürlich freuen. Und hier würde ein Braum noch ganz gut reinpassen. Braum synergiert eigentlich auch schön mit Varus. Oder Morgana. Morgana passt auch rein, ohne Frage. Gerade weil du halt den Black Shield gegen Skarner sehr gut verwenden kannst und den Gegner jetzt halt nochmal Morgana wegpicken solltest. Es gibt halt auch keinen Grund da... Nee. Krass. Also sie wollen die Botlane bewusst beantworten. So, wie kann der Caitlyn Morgana immer noch offen sein? Also Entschuldigung. What the fuck? Sind die ja in einer anderen Region? Oder da hat man sich hier gerade etwas von UCI abgeschaut. Könnt ihr jetzt noch den Tarm nehmen? Da ist er auch. Ja, der ist halt ähnlich wie Morgana. Funktioniert gegen Skarner auch sehr, sehr gut. Okay, also wir haben das Early Game über Kha'Zix geregelt und Late Game haben wir Ornn, Ryze und Kog'Maw. Die natürlich ebenfalls genug Damage in die ganze Geschichte reinbringen. Und da ist besagte Morgana. Muss man jetzt noch nicht mal nehmen. Du musst halt etwas finden, was du gegen Tahm Kench super gut findest. Also sie natürlich mit dem Black Shield, wunderbar. Aber auch ein Braum würde hier sehr viel Schaden unternehmen. Gerade mit dem Schild bist du gegen Kog'Maw echt gut dabei. Aber sie entscheiden sich dagegen. Wow. Also die letzte Pick- und Bann-Phase war überraschend. Hat aber System gehabt. Und hier wirkt es so... Wir haben einzelne Antworten gefunden, aber dafür, dass wir die Botlane so lange, also dass wir den Supporter so lange hinausgezögert haben. Ich fand das echt kurios. War das ein übelster Metapick so. Das war Besonderes. War halt wirklich echt kurios. Aber was soll's. Im Endeffekt ist natürlich der Black Shield hier nochmal sehr effektiv für Skarner. Weil Skarner halt, das ist, denke ich, auch so der Punkt gewesen, warum man sich halt für den Kog'Maw entschieden hat. Aber von dieser Slow-Fläche. Wenn du einen schnellen Tarm hast. Oder ich meine, du kannst Tarm ulten, das geht auch. Aber die holen sich ja meistens der QSS so. Also wenn du hier Tarm nicht fokust, du kriegst keinen anderen. Weil er halt einfach direkt Kog'Maw oder je nachdem, wer halt geultet wird, fressen wird. Dann kriegst du ihn halt einfach nicht fokussiert. Merkwürdig. Ja, sehr merkwürdig, wie die beiden Teams das gespielt haben. Aber die haben natürlich auch als Underdogs hier ihren eigenen Spielstil, den sie so mitbringen, ihre eigenen Priorisierungen. Da muss man natürlich auch, wenn man weiß, wo man seine eigenen Stärken hat, halt auch darauf aufbauen. Trotzdem verwirrend. Also ich meine, das ist das Schöne an MSI. Es... ist ja international, ist es sowieso, aber das ist quasi interkontinental und man geht hier wirklich unterschiedlich vor mit unterschiedlichen Prioritäten. Und Kha'Zix First Pick, ja, das kann man unter Umständen machen, wenn man jetzt 10.000 Jungler gebannt hat, so. Oder viele seiner Antworten und dann sneakt er sich quasi durch. Kaiserstein ist, glaube ich, noch komplett zur Verfügung, ne? Nee, Kaiser war gebannt. Oh, gebannt, ah, okay. Ah, stimmt, das war der letzte Bann, genau. Flashwolves. Stimmt, aber die Caitlyn ist halt einfach, ja, einfach unten durchgerutscht. Naja, gucken wir auf jeden Fall ein gutes Late Game. Kann man mitarbeiten und ein Varus natürlich mit den Treffereffekten und mit der Möglichkeit auf Crit zu gehen. Not bad. Evos oder Evos oder Evox gegen die Flashwolves. Wir sind gespannt. Gruppenphase läuft, jeder Win
ist entscheidend. Ja, soweit erstmal nichts Besonderes, was die Stadt angeht. Bei Patch 8.8 immer noch wichtig, dass es jetzt die Orakellinse, ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, Oracle Lens jetzt auf Level 1 schon gibt. Das heißt, du könntest als Jungler sehr, sehr schnell wechseln. Speerlinse ist das. Hä? Speerlinse. Speerlinse heißt das auf Deutsch? Ich lerne jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe ja den Client bei mir jetzt auch schon auf Deutsch umgestellt. Oh, schlau. Und es klingt, also einige Sachen klingen echt witzig. Ich finde den gar nicht so schlecht, weil viele ja sich immer beschweren und so ein bisschen rummaulen. Oh ja, deutsche Ansagerstimme. Oh, da ist der Invade. Ah, man kriegt noch ein Ward. Ah, Maple mit genug Attacks hier dabei. Du musst auf jeden Fall Gangplank spielen, wenn du auf Deutsch zockst. Sie sagen ja auch nicht mehr Doppeltötung, sondern mittlerweile auch Doppelkill, ne? Oh, das weiß ich nicht. Hab ich jetzt nicht ganz so, oder? Aber ausgeschrieben ist, glaube ich, immer noch Doppeltötung. Egal. Auf jeden Fall, du musst Gangplank spielen, das ist nämlich Benjamin Blümchen. Also der Synchronisator von dem. Und von Mr. Krabs. Ja. So. Vielleicht haben wir eigentlich so eine interessante Konstellation. Machen wir noch weiter? What? Ist klar. Und dann geht ja direkt noch ich mal rein. Ihr seht, Leute, es ist ein anderes Game. Ich will vorhin jetzt, warum flashen sie denn da nicht hinterher? Das war doch ein safer Kill. Nicht safe genug. Meinte, es wären halt, die Flashes wären schon teuer gewesen. Sie hätten halt mindestens zwei Leute gebraucht, die hinterher flashen. Aber sie hätten hundertprozentig die Timecatch da bekommen. Ah, jetzt. Flashes sind wichtig am Anfang. Will man vielleicht nicht abgeben. Fakt ist, dass sich Mojin jetzt auf jeden Fall ein bisschen zurückgeworfen fühlt. Also muss jetzt hier erstmal Zulu Blue machen, was noch halbwegs okay ist. Wie gesagt, sowohl Skana als auch Kha'Zix sind echt zügige Jungler so. Nur auf Raptoren hat Kha'Zix keine Lust. Aber der Rest ist annehmbar. Ich finde halt diese Konstellation von Tahm, Kench und Kog'Maw ehrlich gesagt auch immer schwierig. Weil Kog'Maw halt, es klingt halt immer blöd so, aber Kog'Maw hat seine Power Spikes über den W, die er halt aktiv im Teamfight nutzen muss. Und selbst wenn er gezwungen wird halt zu fressen, kann er halt in dem Moment wirklich keinen Schaden ausüben. Also es kann wirklich seine Spikes kaputt machen im Teamfight. Maple sollte eigentlich wissen, dass Kha'Zix im Busch hat er nicht bekommen. Oh, das ist ordentlich Damage! Das Game geht auf jeden Fall echt gut los. Ah, da! Sehr schön. 15 Gold über den Turret sind ja schon das eine so. Was hatten wir gesagt? Early Game Teams mit viel Aggressivität? Ja, würde ich so unterschreiben. Trifft bisher voll dazu. Invade nach Invade. Der hier einfach aufeinander folgt. Okay. Einfach nur GG. Naja. Botlane wird halt ab Level 6 sehr interessant werden. Also hier einfach der Engage mit der Chain of Corruption, gefolgt von dem Cage, plus halt nochmal der Gank von Skana mit seinem Ultimate, wird da halt zu Tahm Kench's Tod führen. Das muss halt Tahm Kench sein, der auch engaged wird. Ja. Das ist ein bisschen weird, weil er so unattraktiv aussieht, aber du willst das wegcountern. Ist doch übelst bitter, dass du halt gegen Skana so QSS kaufen musst. So. Das ist halt echt kein schönes Gefühl. Wobei, er muss ja eigentlich, also ja, Tahm Kench muss, aber die anderen müssen halt kein QSS kaufen. Deshalb ist der Tahm Kench Pick hier eigentlich nochmal viel wert. Wie du schon sagst, es ist halt immer so blöd, dass halt Skana automatisch die ganzen Carries halt passiv zwingt, einen QSS kaufen zu müssen. Es hat einfach 1000 Gold, die halt ins Nichts fließen, für die meisten Carries halt einfach nicht gut verwertbar ist. Bei AD Carries geht es immer noch so ein bisschen, weil du halt wenigstens ein Damage-Item dadurch ausbauen kannst. Ja. Aber so eine Orianna oder sowas zum Beispiel, die wollen ja eigentlich kein QSS bauen. Und Tahm Kench ermöglicht dir halt auch in diesem Setup nicht unbedingt einen QSS rushen zu müssen. Ja, das stimmt. Oha. Ja, wenn man sich zurückporten, nope. Seht ihr schon, Ryze mit entsprechend hoher Q-Range kann ihn davon abhalten. Will aber natürlich auch in geraumer Zeit gehen. Träne früh zu holen ist definitiv eine schlaue Idee. Bleibt aber noch für die nächste Wave. Und ich glaube, Talia wird sogar dasselbe Bild gehen. Du konntest es zumindest mehrmals beobachten, dass auch die Tier-Variante bei Talia-Spielern beliebt ist. Ah, der Ward ist gerade ausgelaufen. Jetzt ist sofort der nächste drin, ne? Ja, man baut hier eine gute Dominanz unten auf. Also, wir haben ja vorhin den Vergleich zu UCI gehabt, der Reckless ja den Turret zuerst genommen hat. Ja, jetzt sehen wir nochmal den direkten Jungle-Unterschied. CS-Differenz bei Minute 15, da muss man wirklich sagen, ist der Unterschied schon ein bisschen höher. Ei. Das geht auf jeden Fall zugunsten der Evos aus, der direkte Vergleich. Aber ist halt so ein Gruppending, oder? Hä? Also müsste es. Das sind ja die Gruppen da. Wir haben ja beide bis einmal im Best of 5 gespielt. Ja. Ich glaube zumindest nicht, dass es jetzt die Split-Stats sind, weil da wäre der Unterschied auf jeden Fall dann ziemlich krass insgesamt. Wie gesagt, Flash Wolves haben nicht so den besten Split, aber nee, ich denke, das wären jetzt bloß die Stats von den Best of Fives gewesen sein, die sie gespielt haben. Ja. So, Rotation erfolgt in die Mitte. Skana ist Level 4. Combo kann jetzt auch nicht rausgedrückt werden, aber hier, wir sind schon erwillt. Ryze hat Ionix gerusht. Oh! Oh, was war das denn? Mojin hellwach gewesen.
Aber zum zweiten Mal wird hier Kha'Zix bei seinen Raptoren genannt. Wie gesagt, es ist ein schweres Kämpfen. Man sieht es an der HP-Zahl. Jetzt versucht man es mit dem nächsten schönen CC-Chain da aufgebaut. Und Tam, du bist flashlos. Der nächste ebenfalls. Flashwolves holt sich den dritten Kill innerhalb von 5 Minuten, Leute. Wir haben es euch gesagt. Das sind 2 Teams, die haben Blut geleckt. Also hier siehst du jetzt aber auch wirklich einen Klassenunterschied. Dass sie halt so aggressiv spielen und halt jeden kleinsten Fehler sofort punishen können. Das ist extrem gut. Tam Kench hat auch kein Flash abgehabt. Das waren halt die letzten 10 Sekunden, glaube ich, noch gelaufen sind, bis er den Flash wiederbekommen hätte. Wieso macht er die Raptoren? Von denen ist halt perfekt, dass... Kha'Zix hat Raptorenverbot. Vor allem, man muss dazu sagen, wenn du den Turm einnimmst, der gibt Vision. Ja, er sieht ihn halt in dem Moment sofort. Sieht man halt Tam Kench noch ein paar Sekündchen cooler auf seinem Flash. Wahrscheinlich hätte Sword Art da nicht mal flashen müssen. Oder er frisst halt einfach Kog'Ma. So, er hält halt Kog'Ma auf der Stelle. Ne? Das ist ja. Halt, es sind so viele Fehler, die hier gerade passieren, individuell. Wenn er da halt einfach Kog'Ma nicht frisst, dann kommt er wahrscheinlich sogar raus. Aber dadurch, dass er frisst, er zieht ihn ja nochmal nach hinten. Er zieht ihn nochmal zurück und denkt sich, er hat halt seinen eigenen Teammate gestunt. Ah, oh, der kann ja vor allem nicht mehr aktiv raus. Jetzt versuchen wir es mit dem Top-Lane-Gank. Das ging schon mal daneben. Aber, sieht es schon, man kann ihn nochmal reinziehen. Flash geht raus. Jetzt müsste bald wieder der Stunt zur Verfügung stehen. GP-Ult schön gesetzt. Kann nicht mehr laufen. Er ist tot. Butz! Maple kriegt den nächsten Kill. 2 Stück an der Zahl. Evos. Wird hier gerade ein bisschen deklassiert. Oh, 6 Minuten 4-0. Ist auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Statement. Flashwurfs, die haben halt richtig, richtig Bock. Ich habe ja auch erwartet, dass sie das bessere Team sind, aber ich hätte nicht erwartet, dass sie jetzt halt komplett so durchrasieren im Early. Vielleicht das mit einer Komposition, die im Early ja nicht schlecht ist. Ja, die müssen halt jetzt einfach mal aufwachen. Das sind ja. Das liegt jetzt auch nicht an den Champions oder so, sondern es liegt halt einfach nur an Fehlern, die passieren. Und da muss man halt Evos auch kritisieren. So, das darf nicht passieren. Zack, jetzt nimmt er das Ding wieder ein. Also das, der hier hat schon, glaube ich, 100 Gold oder sowas gegeben, dieser Turret. Ja, die Leute sind einfach fleißig dabei, den einzunehmen. Und das ist aber auch ein Signalgeber, ne? Mojin weiß jetzt Bescheid, der Turm ist da unten eingenommen worden. Kha'Zix ist gerade Botside. Ja, und das gibt natürlich der Botlane wieder Informationen. Und es wird gepinkt. Es wird instant gepinkt, man weiß Bescheid. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Mojin sagt, Leute, geht er jetzt einfach nochmal rüber. Ich warte, bis die Raptoren bei ihm da sind und dann gehe ich da rein. Ja, kann sich auch leisten. Bis dahin hat er sein Ultim wahrscheinlich auch wieder ab. So ein bisschen muss er dann auch abwarten, aber kein Problem. Vorher noch Antalya den Blue-Buff geben. Sie sind natürlich auch mit ihrer Komposition sehr Snowball-lastig. Sie haben halt dieses Catch-Potenzial. Sie haben halt einen sehr, sehr leicht roamenden Midlaner. Antalya ist ja einer der besten Champions, der sich einfach von der Lane lösen kann und den Gegner noch bedrohen kann. Und auch da muss man sagen, Tam Kench ist zwar extrem gut gegen CC, um seine Leute zu befreien, aber er kann halt nicht über diese Wand rübergehen. Nee. Er kann aber zumindest jemanden rüberspucken. Der kann rüberspucken oder rüberfressen. Ja, das ist seine einzige Mechanik, was Wände angeht, ich mal sagen. Aber das ist in Ordnung. Zack, schöner Trade für Betty hier. Hat Slay auch nochmal gut halbiert. Kommt nochmal die gepeinigte Erde drunter und Skarner. Ah, der... Ich meine, das ist das Problem an diesen kleinen Dominion-Turm. Du zeigst dich halt immer wieder, aber es bringt Kohle. Es ist ein Custom-Minion, was du jedes Mal bekommst beim Einnehmen. Und man sieht es, er geht in den Jungle, ihm ist alles egal. Und er weiß hier ganz genau, Bluebuff wird getradet, Warzone ist nicht da. Das heißt, er kriegt hier nochmal 30 Gold, jetzt hier, zu hier nochmal 15 Gold. Let's go. Da brauchen sie gar nicht abwarten. Sie wissen ganz genau, Kha'Zix ist halt Topside. Sie wissen, Ryze hat den Bluebuff bekommen, kann nicht so schnell nachrotieren. Einfach ab Richtung mit 4 Mann Richtung Botlane. Oh, das reicht schon, dass sie auch treiben. Ja, also das haben sie jetzt schlau gemacht, dass sie gehen. Schöner Flash. Hat sich zwar noch markieren lassen, den Kha'Zix Damage. Oh, der hält das aber gut aus. What the hell? Jetzt müssen sie da hinterher. Das Q hat gesessen, aber man sieht es schon. Oh, ah, der letzte Tauscher. Der hätte vielleicht sogar was gebracht. Wo ist denn Kha'Zix da jetzt? Er ist umgedreht. Ja, er hätte doch von Anfang an einfach da bleiben können. Also, das war ein relativ safer Kill. Hier auch von Hanabi der Fehler, ist natürlich selbige Sache. Wenn du weißt, dein Team kann gerade zu viel die Botlane pressuren und sie müssen ja nicht mal ganz auf die Botlane sehen, man sieht sie immer. Sie muss sich halt bloß kurz von der Midlane loslösen, die gute Talia, und man muss einfach weggehen vom Turm, wenn man weiß, dass man sonst gedived wird. Hey. Aber an der Stelle weiß natürlich auch Gangplank, dass Kha'Zix halt nur oben sein kann, respektiert das halt einfach nicht genug. No. Zack, 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 Turret's down, jetzt hat er wieder seine Tankiness. Kha'Zix muss wegspringen, beinahe gegen den Turm gestorben. Ah, Gangplank hätte die auch beide gekillt, wenn er vor uns die Ult gehabt hätte. Also Hanabi hatte da noch ein bisschen Cooldown drauf gehabt. Maple, eventuell bedroht. Nope, oh, die Combo hat nicht ganz gesessen. Der letzte Auto-Tag, das letzte Minion reicht da nicht aus. Warzone mit dem Play-Versuch. Hat aber nicht ganz funktioniert und Flashwurst, man sieht es erneut, rächt sich hier an den Objekten, schnappt sich da den nächsten Drake. Mitte weiß er Bescheid, der ist Warzone kein Flasher, er muss doch den Drake gehört haben. Zack, Flash, Ult. Und jetzt der letzte Auto-Attack geht durch. Betty kriegt den Kill. Da
Das sind Basics, du hörst den Dragon schreien! Ja, das sind jetzt wirklich sehr offensichtlich Fehler, die passieren. Einmal ist Gangplank, oben stirbt, hätte er halt nicht passieren dürfen. Er muss wissen, dass Kha'Zix da ist. Und auch hier, so, wenn du halt weißt, dass der Drake stirbt, dann musst du halt einfach in der Midlane dort das auch respektieren und zurückgeben. Er hat halt kein Flash mehr, mit Flash hätte er sich vielleicht erlauben können. Na, rechtzeitig halt vor Betty wegflasht. Aber Betty war hier einfach, hat es konsequent richtig gemacht. Flasht rein, Chain of Corruption, Ryze kommt nicht mehr raus. Da ist er der Kill. Aua. Aua. Jetzt eine Combo. Die Frage ist, schafft er es von der Range so weit? Ah, schön. Hat zuerst mit dem Boden begonnen. Das war gut. Aber vielleicht weniger. Slay ist jetzt also der Botlane-Combo mehr oder weniger ausgeliefert. Wenn die Chain da sitzt, dann wird auch Morgana all ihre Spells treffen. Gegen ein fertiges Rageplay darfst du ihn antreten. 20 CS weniger. Bah. Ja, nicht unbedingt angenehm. Nope. Ist auch die Lutens-Variante für Maple geworden. Finde ich an der Stelle ganz gut. Ist ein bisschen Snowball-lastiger, hat halt frühere Power-Spikes, kriegt nochmal so ein bisschen mehr Wave-Clear an der Stelle. Und vor allen Dingen spammt er auch so viele Fähigkeiten, dass er den Lutens-Proc halt auch ziemlich effizient ausnutzen kann. Finde ich vollkommen okay hier an der Stelle für Talia. Aber bisher auch auf jeder Lane mindestens leichte Farmvorteile, wenn nicht sogar, wie er von Botlane zu sehen, halt stärkere. Also 20, 28 CS ist zu dem Zeitpunkt echt, echt viel. Ja. Da ist Betty auf jeden Fall ordentlich weit vorne. Das ist wirklich eine unangenehme Menge. Sorda hat jetzt hier fleißig mit den Speerlinsen dabei. Nimmt er die Vision auseinander. Midlane-Fokus ist gegeben. Okay, man will nicht weiter auf ihn engagen. Ich hätte gedacht, er zieht ihn jetzt einfach ins Team. Ja, aber ist nicht passiert. Also hier auch die Rotation einfach von Evos viel, viel zu langsam. Da hätte die Botlane halt längst unten sein müssen. Okay, da hat er keine Chance. Das... Es ist zu leicht. Die Flash-Ult-Skarner, musst du wissen. Catch-Combo. Ja, das war jetzt aber kein... Ja? Das war jetzt... Ei. Ja, er hat ja sogar die Leute mit dabei. Also ist ja komplett richtig, dass er sich dort von der Chain of Corruption oder einem Binding oder sowas lösen kann. Aber die Läuterung kannst du halt eben nicht gegen das Skarner-Ult einsetzen. Du musst einfach den Slow läutern und das war's. Okay. Slow läutern Flash. Jetzt hat der Flash getauscht gegen Teleport. Geht jetzt da oben hin, man will den Fight versuchen. Der Kha'Zix instant tot, der engage den Fight. Die Nervosität bei Evos muss ja einfach auf der Decke liegen. Nee, meine, könnte man sich ja schön den Herald. Also, Flash Drops sind dann am Snowballen durch und durch. Die werden sich hier nicht mehr stoppen lassen. Also, wenn sie das Game nochmal abgeben, das sollte mich schon stark wundern. Zack, jetzt kommt hier Mojo nochmal von der Seite. Hat keinen Flash zur Verfügung, noch keine Ultimate. Befreit sich aber hier relativ schnell. Der ködert die einfach. Der geht den auf die Ketten. Der hat Movespeed ohne Ende. Eieiei. Ja, mit der nächsten Wave wird es wahrscheinlich erst reichen. Man kann den Turm hier fürs erste Mal ein bisschen verteidigen. Immerhin das. Aber es wird mit der nächsten Wave dann wahrscheinlich schon sehr, sehr knapp werden. Ron OP ist jetzt auch wieder dabei, ein bisschen aggressiver zu marschieren. Er hat halt auf Teleport Läuterung gewechselt, ne? Weil er halt schnell da sein muss. Er wollte jetzt schnell dabei sein. Ich hab's instant gesehen, dass er das Ding getauscht hat und dann gehen die auch rein und... Ohne Flash und ohne Läuterung muss er jetzt halt auch höllisch aufpassen. So alles, was ihn trifft, sobald, egal was trifft, ist Skarner an ihm dran, ist er tot. Trifft ihn in Chain of Corruption, ist er tot. Trifft ein Binding, ist er tot. Hat Gangplank seine Ultimate nicht mehr auf Cooldown, ist er tot. Also ja. Das ist halt einfach rippt. Naja. Der Weasley, na, muss da so ein bisschen aufpassen. Aber mal gucken. Vision ist auf jeden Fall auch da für Flashwurst. Der Midlane-Unterschied einfach. Du hast jetzt quasi einen Stab fertig bei Ryze. Der hat halt auf jeden Fall schon mal gut was an Cooldown-Reduction. Aber du hast halt eine Talia, die jetzt schon mit anderthalb Items fertig ist. Und trotzdem 20% CDR dabei hat. Das ist ja nicht mal wenig oder so. Und ihr Q hat ja quasi auch... Der einzige Cooldown bei ihrem Q ist der Boden. So. Der Rest ist echt kein Problem. Und solange sich sie viele Fights sich sucht oder viele Orte zum Fighten, das ist eigentlich auch kein Problem. Für Flashwurst verzögert sich jetzt das Game so ein kleines bisschen, weil einfach keine weiteren Objekte da sind. Das heißt, sie sagen sich, Rotation zur Toplane erfolgt, den River haben wir so brutals unter Kontrolle. Das ist interessant, also, dass halt Evos so viele Ressourcen gerade an ihre Botlane geben. Also das sind halt wirklich die ganze Zeit, Kog'Maw haben keine freie Farm, aber dafür muss halt Ryze so ein bisschen herhalten. Denn der muss halt in die gegnerische Botlane ran und kann die halt nicht verteidigen. So, der muss halt die ganze Zeit warten, verliert halt nach und nach immer mehr... Farmen dadurch. Ja. Bisschen ungewöhnlich, dass du da versuchst, halt einen Kog'Maw noch so arg ins Spiel zu bringen. Ja, und dafür wirklich einen anderen Carry die Ressourcen wegnimmst. Das stimmt, aber ich glaube, Kog'Maw ist eine verlässliche Ressource als Ryze. Ja, das ist ja auch okay so, das verstehe ich voll und ganz. Aber warum nicht den Ornn dann quasi auf die Lane schicken, wo du halt einfach nicht farmen kannst? Hm. So, dann machst du halt keinen Unterschied. Und vor allem kann ein Ornn halt hier und da zumindest versuchen, mit einem Ult noch eine Wave anzunehmen, kann die Gegner noch ein bisschen delayen. Ryze kann halt nichts machen. So, da muss ich halt zurückziehen, darf nicht am Turm spielen. Oh, da ist es.
Er hat das Clans noch zur Verfügung. Oh, wow. Oh, die Wall war auf jeden Fall. Oh, ne, die Wall war ganz gut, weil das Hündchen ist eingesperrt und Rondo P kam nicht mehr mit dem W an ihn ran, weil der Turret da noch war. Alter, ist das bitter. Aber auch leider wieder zu einfach. Schöne Talia-Wall von Maple. Im besten Fall hätte man beide erwischt. Also das war sogar knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass er da durchkommt durch die Lücke. Da hat er eine sehr schmale Hüfte gehabt, der gute Tamkench. Hat aber auch nicht geflasht, der gute Slay. Ich glaube, das stand ihm auch noch zur Verfügung. Er hat noch auf Cooldown gehabt, glaube ich. Achso, er hat noch Cooldown gehabt, okay. Ah, nee. Oder? Nee. Er ist sogar noch auf Cooldown, oder? Nee, bei Slay nicht. Slay hat über die Wand. Sieht so aus, ob da noch so kleine Streifen ist, aber vielleicht habe ich auch einfach einen Klick in der Optik. Ist auch so ein der Pixel-Fight. Naja, nächster Turm. 30.000 Gold zu 22.000 in der 15. Minute, Leute. Nächster Drake wird ebenfalls noch angenommen. Ist ein Ocean, kann man sich geben. Boah, ist letztlich die krassesten, aber mit einem geschenkten Gaul schaust du nicht ins Maul. Geschenken Drake. Das hätte man lässt man einfach stehen. Vielleicht will man sie noch anlocken oder so. Wir wissen halt nicht, wo Kha'Zix ist und sie haben aktuell Gangplank ohne Teleporter da vor Toplane unterwegs. Der könnte da nicht so schnell helfen. Maple war auch noch nicht da. Da will man jetzt einfach kein Risiko eingehen. Sie wollen sauber runterspielen. Sie wissen, dass sie massiv weit vorne sind. Das ist halt einfach vor der 17. Minute sind es halt 7. Oh, hallo Morgana. 8000 Gold Unterschied. Das ist schon eine ordentliche Deklassierung. Also das ist halt wirklich sehr, sehr stark von den Flash Rolls, was sie hier zeigen. Ja. Sword Art, wo bleibt das nächste Q? Also da kurz so fehlt, da haben wir schon Shirelias zur Verfügung. Das ist natürlich als Support auch the dream, wenn du das in der 16. Minute bereits aktivieren kannst. Oh, Slay! Das war super knapp, ey. Ah, Tamkench nochmal gerettet, man wird trotzdem den Engage wagen. Ist ja in der Überzahlsituation, aber die GP-Ult, die Schredder da rein, die sind alle da drinne. Leiden ohne Ende, das nächste Flash wird forciert. Sword Art auf jeden Fall hinterher. Und Hanabi vielleicht jetzt mit der kleinen Fass... Oh. Oh, das war... Ey, das war bitter. Trotzdem schnappt man sich den Tarn. Das hat... Du erwartest halt richtig große Explosion. Er macht dann einfach so Puff. Er hat einfach zu früh auf das Ding geschossen. Hat er zuerst das nach vorne gestellt, das Fass, und dann auf das hintere geschossen. Also das war... Hanabi setzt die Reihenfolge mal ein bisschen anders. Nichts geschieht. Das ist halt... Oh, shit. Naja. Einen Turm haben sie trotzdem bekommen. Und nochmal den Catch auf den Tamkench. Das Morgana Binding war dann doch nochmal on point. Aber auch sehr merkwürdig, dass da an der Stelle Evos versuchen halt so hart zu committen und halt einfach hart engagen wollen. So, ihnen sollte eigentlich bewusst sein, dass sie sehr weit hinten sind. Ihre einzige Option zurückzukommen sind eigentlich Catches. Hm. Wenn der Gegner mal gesplittet ist. Also ein einfach Front-Team-Fight werden sie halt an der Stelle nicht gewinnen können. Horn-Ult wird hier einfach von dem Black Shield halt gecountert. Jetzt will man halt mit dem Rise Ultimate unbedingt reingehen. Oben begegnen sich halt Kha'Zix und Skarner noch. Man weiß also, dass die Gegner halt eigentlich, naja, man weiß, dass Gangplank nicht da ist, aber da kann er mit der Ult einfach da reinwirken. Ja, die hat hier auf jeden Fall ordentlich gewirkt. Also sieht schon, Slay kam quasi gar nicht zum Auto-Attack, muss jetzt gegenheilen, man flasht da ohne Ende davon. Auch gerade Morgana, wie gesagt, Main-Support aktuell sehr, sehr gut, sehr beliebte Meta. Ich meine, sie haben es jetzt noch ein bisschen versucht rauszuhalten aus der Camp. Ja. Das war übrigens auch einfach sehr schlecht gemacht von Slay. Dass Slay dort das Binding Flash, das Tamkench getroffen werden kann, ist halt einfach so, er bringt halt seinen Tamkench um. Und Tamkench könnte ihn fressen, wenn er vom Binding getroffen wurde. Das ist halt einfach, es macht keinen Sinn, an der Stelle zu flashen und Tamkench von dem Binding getroffen werden zu lassen. Das sind aber sehr schnelle Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also ja, das musst du nicht mehr im Team widerstehen, dass du genau weißt, ich nehme jetzt das Binding. Ja, das hat er natürlich sehr intuitiv gemacht, aber an der Stelle wäre es halt die richtige Art und Weise gewesen, nicht zu flashen, sich treffen zu lassen und einfach auf Tamkench zu vertrauen. Nine kills per minute. Ja, das sieht man schon, dass natürlich einige Regionen etwas brutaler sind. Aber EU, ja, nächsten dran zur LCK, was jetzt aber nicht unbedingt den Spannungsfaktor hochhält. Ne? Aber man sieht auf jeden Fall, dass Chinesen und Vietnamesen gerne böllern. Fast schon doppelt so gern. Wie sind jetzt ohne Nasher schon über 10.000 Gold Unterschied und man könnte noch nicht mal, doch, surrender könnte man, geht ja mittlerweile 15 Minuten. Es ist halt noch nicht mal 20 Minuten um. Das ist super, super krass. Also das ist ein richtiger Stomp hier. Aber auch starkes Spiel von Flashbox. Also sie nutzen ja alle ihre Ressourcen aus. Hallo. Da kriegt der Kha'Zix nochmal ein gutes Ding gewischt. Oh. Er sollte sich hier langsam unsichtbar machen. Ja, das war übelst spät geultet. Das war richtig, richtig spät. GP-Ult kommt sofort raus. Maple auf der anderen Seite. Na, muss jetzt ein bisschen... Wurde vom Ryze etwas gebodyblockt. Hätte ihn da locker festgehalten. Jetzt hier Maple eventuell selbst mit Problemen. Aber da willst du nicht rein. Die Combo sitzt sofort. Zack. Diesmal das Glänz am Start. Aber es hilft nur einmal. Und damit bist du beim zweiten Mal tot.
Die hat gerade sogar noch die Chain of Corruption verfehlt. Ja, schon zwei Maschen unten auch. Ja, Skarner hat quasi mit seinem Opfer, das er gerade auf dem Stachel hatte, den Sidestep vollführt und ist quasi dem Ultimate seines Teammates ausgewichen. Ne? Sah auch sehr, sehr lustig aus. Aber kann halt passieren. Na, das sind halt natürlich so kleine Kommunikationsprobleme, wo man da halt nicht perfekt auf seinen Teammate eingespielt ist. Okay, Kha'Zix. Man weiß, dass er da ist. Ey, schon wieder. Mabel landet hier jede Kombo. Schöner Knockup. Normalerweise gewinnt man so Teamfights, aber hier ist es unmöglich. Husch, Slay ist auch nicht da. Nee, die werden jetzt, oder? Der Emotion ist echt fast. Und jetzt ist er noch in seiner eigenen Superzone. Was er anscheinend jetzt vergessen hat. Hat ja auch nochmal richtig viel Movement Speed bei diesen Kristallen. Und rennt hier Slay, Alter. Escape seines Lebens. Ja, Warzone hat so ein kleines Problem. Jetzt war sein Flash noch ab. Aber ohne Ulta rauszukommen, wird halt schwierig. Nee, der kommt nicht raus. Also, er kriegt ja so mal die Zitronen vor deinem Navi und das war's. Da kann sich Betty gleich noch den nächsten Kill gönnen. 1-12, Leute. 1-12, 21. Minute. Dieses Schreien von diesem Morgana-Skin ist so fürchterlich in der Backport. Das ist der schlimmste Backport. Aber der beste Skin dadurch. Du erneust einfach deine Teammates of Doom. So, naja. Items müssen wir, denke ich, nicht miteinander vergleichen. Ja gut, das ist halt, ne, wenn da so viel Gold dazwischen liegt, ganz, ganz klar, dass da halt jeder, wahrscheinlich wirklich schon fast jeder, ein ganzes Item vorne ist. Baut Warzone und Rylai's? Darf man auf Ryze Rylai's bauen? Nee, das wird kein Rylai's. Also, er könnte das jetzt kaufen. Aber, also, nee. Er darf es nicht kaufen. Also, wenn er jetzt ein Rylai's baut, sorry, aber nicht auf Ryze, bitte. Ja, ich weiß. Aber, es würde gerade wunderbar aufgehen. Naja. Er hat halt null Kohle, so. Die sind alle super arm. Vom Farmer ist not bad, aber man sieht ja schon, dass Mabel hier 10.000 Kills holt und ich denke, das hier wird der nächste. Beziehungsweise erstmal nur der nächste Flash. Wieder vom Tarm. Und ich denke, der Baron-Tanz wird jetzt noch ein kleines bisschen weitergehen. Man sieht ja, man pusht ja auch. Botlane ist auch eine riesen Wave. Da könnte Hanabi hinbomben. Aber das ist ja natürlich auch CDR-Verschwendung. Aber wäre auch viel Gold. Ein bisschen schade, dass man keinen Bergdrachen hat. Also ihr Nash-Clear ist jetzt nicht der schnellste. Sie haben natürlich den Goldvorsprung. Das ist halt trotzdem okay, dass sie da für den Nash jetzt so ein bisschen baiten. Fangen ihn jetzt auch zu dritt an. Zwei Leute verteidigen das Ganze hier noch. Okay, für mich doch nicht langfallen. Das war nur so eine Antäuschungs-Ultimate. Mojin ist aber trotzdem da noch hinterher. Wird jetzt einfach Ron aufspießen. Der ist tot. Ron OP ist einfach nur Ron balanced. Da hast du einfach nur... Shit, 0-5-0 mittlerweile. S-Rip. Aber das ist ja genau das Ding. Du musst in der Konstellation musst du halt Tarm-Cash fokussen. Genau das machen sie ja auch. Sie könnten halt theoretisch auch jeden anderen mit rausnehmen. Das wäre jetzt auch nicht das Problem. Der Fokus ist klar. TP kommt trotzdem raus. Stark will da nochmal fighten. Zack, Ultimate. Ja, trifft auf jeden Fall Paul. Leute! 61 HP! Eieiei, das ist auf jeden Fall unsauber. Man sieht es schon, Slay flasht jetzt rein. Kriegt den ersten, will den zweiten. Das wird aber nichts. Der übersteht es gerade noch so. Das heißt, zwei Kills für Evos hat man sich jetzt nun insgesamt gesichert, wohlgemerkt. Und ich denke, das ist over. Also die Leute klatschen zwar noch vor Ort, aber der Adlershof denkt sich, was ist hier eigentlich los bei einem internationalen Turnier, wo nur 6 Teams mitmachen? Es ist halt wirklich ein Rylai's geworden. Wow, der Zähne gebaut. Ha! Der Chat hat nämlich gemeint, wird Maske, bla bla bla. Nee, wir sind hier bei Evos. Ja, Evos steht für Rylai's Second auf Ryze. Vor allen Dingen, er hat ja, ne, das ist ja nicht nur der Fakt, dass er jetzt den Rylai's gebaut hat. Er hat ja auch seine Ionics fertig gebaut, bevor er die Träne hatte. Also er ist legit in die Base gegangen, hat ionische Stiefel gebaut und keine Träne. Auch das war halt schon so ein bisschen fragwürdig, wo ich mir dachte so, ist das wirklich worth? Oder hat er anscheinend so seinen ganz eigenen Ryze-Build-Path? Ich meine, der E-Slow. E into Q-Slow. Aber du hast halt einfach einen Root, der 1 Million Sekunden hält. So, da brauchst du, glaube ich, keinen Slow mehr drauf. Das ist halt vom Damage her ein super kosteninneffizientes Item für ihn. Das ist krass. Naja. Die Vietnamesen, sie sind einfach crazy. Halt einfach Warzone. Ah, schauen wir uns an, wie das Ganze weitergeht. Mit dem National jetzt natürlich so ein T2-Tum. Beziehungsweise auch steht ja gar kein T2-Tum mehr. Den hat man auf der Botlane sogar schon vorher abgeholt. Aber selbst die Inhib-Turrets, so bei dem Goldunterschied und bei dem Nasher, da zieht man jetzt nochmal an die Wand lang. Damit der Gegner den Turm auch gar nicht verteidigen kann, dann einfach ruft er. Mojin will da jemanden über die Wand ziehen, oder wie? Ist auf jeden Fall mit hoher Geschwindigkeit dabei. Sein B schon früh aktiviert. Jetzt hier kommt Glory mit dem Black Shield. Zack, du schnappst dir ein. Der ist instant down. Keine Chance. Tam Kench frisst doch noch. Ja, hat aber die Chain of Corruption noch drauf. Und damit ist Ron OP ebenfalls tot. Redemption resettet. Die gesamte HP von Flashwolves können jetzt also sofort auf den nächsten Turret gehen.
Schon wieder trifft das Dark Binding. Sordot macht hier echt einen guten Job. Zack, der Ohren ist tanky, das müssen wir sagen. Der übersteht das lächerlicherweise sogar noch. Na, da hilft natürlich das Frozen Heart, um Schaden zu reduzieren. Aber wer soll den Schaden vom Turret runternehmen? Das ist die Frage, denn dieser wird jetzt hier langsam angegangen. Flashwolves mit 2:17. Einfach unnormalste Art und Weise vom. Sie haben jetzt auch ein bisschen lange die Turret getankt. Das reicht noch nicht ganz, um das Spiel beenden zu können. Also wenn man da jetzt nicht so lange getankt hätte, dann hätte es wahrscheinlich schon an der Stelle das Ende geben können. Aber sie wollen es noch ein bisschen hinauszögern. Definitiv. Drake wird jetzt wahrscheinlich auch mit dazukommen. Dann halt einfach über eine andere Lane das Ganze runterspielen. Ein Turm trennt sie noch von ihrem Sieg, von ihrem ersten Sieg wohlgemerkt bei dieser MSI. Planes sind halt vorüber, da konnten sie sich gut behaupten, aber die MSI ist halt ein bisschen ein anderes Kaliber. Aber mit EVOS merkt man halt, dass sie einfach den anderen Plane-Kandidaten da direkt vor Augen haben. Die Abstufung ja noch wirklich zu der Gruppenphase, also zu der Play-In-Phase, die muss ja dieser. Also ich meine, das ist ja der Gewinner! Ja! Hey, naja. Der gute Yi Jin ist geslowt, ist unsichtbar. Ist aber immer noch auf dem Radar, würde ich mal sagen. Ich glaube, Mojin wird jetzt einfach... schade. Ich dachte, er drückt einfach nochmal W und rennt ihm hinterher. Aber Minions sind wichtiger. Beziehungsweise das Rylai-Minion hier oben. Wird jetzt auch nochmal genutzt. Das muss doch darum, wer kriegt die Kills? Wer kriegt die KDA und kann da gut abfahren? Es ist eine 10-0-4 Talia. Das ist vor allem das, was mich dann bei den Statistiken und so weiter richtig nerven wird. Dass es einfach brutal verfälscht ist. So, jetzt haben wir hier Hanabi im 4 gegen 1. Kommt er erstmal weg, halbiert hier Yi Jin. Der hat keine Ultimate mehr zur Verfügung. Da reicht ein kleiner Poop-Spell und er ist ebenfalls down. Ron OP. Ja, jetzt kommt Skana. So, der hat richtig Bock. Da kam der Black Shield etwas zu spät, aber es ist völlig egal. Zack, der wird jetzt einfach nebenbei noch komplett deleted. Die ignorieren den mittlerweile. Zack, kurz das W. Oh, das war close. Dieses Dark Binding. Und Yangi da unten immer noch. Sie kommen halt einfach nicht weg, doch Gangplank Ultimate zum Snowdot genutzt. Skana, wird da noch einer wischen? Sie können nicht in Köln. Das machen sogar die Minions schon hier. Das machen die Minions. Gangplank hat jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal gut Schaden gemacht. Chain of Corruption mit dem Flash kombiniert. Stark ist down, der nächste wird aufgeschlossen. Es ist einfach Horror, Leute. Hier wird EVOS einfach nur deklassiert. Und jetzt nochmal die Erinnerung. Das ist einer der Gewinner der Play-In-Phase. Beziehungsweise die beiden Gewinner, die jetzt hier miteinander direkt verglichen werden. Man stellt fest, das sind noch ein paar Level dazwischen. Ja, wirklich krass. Also der Unterschied war gegeben, würde ich mal so behaupten. GG war der. Eieiei. 22-2. Unter 20 Minuten über 10.000 Gold Vorsprung. Das war eine ordentliche Hausmarke. Also Flashwurfs außer Rand und Band. Definitiv. KDA komplett verfälscht fürs gesamte Turnier. So, da kann man auf Maple nicht mehr schauen. Es waren halt wirklich super viele kuriose Sachen mit dabei. So Item-Builds, diese Invades, Kha'Zix, der bei den Raptoren stirbt. Srip. Naja. Trotzdem gehandshaked. Oh, das war ein weirder Kamerablick. Da war ich nicht ganz sicher. Also ich glaube ganz ehrlich, dass da bei EVOS jetzt viel Nervosität mit dem Spiel war. So anders kann ich mir das dann nicht erklären. Das waren halt sehr, sehr viele offensichtliche Fehler, die du halt selbst in deiner Region als Spitzenteam halt nicht machen solltest. Und ich denke, das ist halt einfach so dieser Fakt, dass sie jetzt quasi in Europa sind und da auf einer Stage sind bei so einem internationalen Turnier. Ich glaube, der nimmt da ganz, ganz starken Einfluss auf die Jungs. Ey. Oh, sorry, Leute. Also das Ergebnis stimmt, aber vergessen, dass bei den Castern das auch noch gemacht werden muss. Ja, Ergebnis bleibt. Wir machen eine 6,5-minütige Pause. Danach gibt es die Analyse dieses Schlachtfests. Bin gespannt, wie es dann mit den Replays aussieht. Und wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich.
Schönen guten Buongiorno, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zurück in der Summoners Inn Analyse-Ecke jetzt zum Mid-Season Invitational. Wir sind am Gruppenspieltag 1. Wir haben Eis und eine Waffel dabei. Wir haben Krokettenkalle. Maxim ist auch da. Schön. Irgendwo. Ja, der ist gerade. Der gönnt sich. Wir sind, mir ist jetzt gerade das aufgefallen, wir sind ja quasi auch ein Team, ne? Weil wir nicht nur hier. Wir sind die Altbierpiraten. Wir sind die, ne? Die da quasi bei den Dodo Wars. Naja, anyway, wir haben gerade das zweite Spiel zwischen den Evos, wenn man es richtig aussprechen möchte, und den Flash Wars gesehen. Und das war eine ziemlich, ziemlich eindeutige Partie. War knapp, ja. Würde ich dir auf jeden Fall genauso zustimmen. Reckels. Der gute alte Reckels, ja. Also es war von Anfang an klar Sache. Invade nach Invade, Kha'Zix mit dramatischen Fehlern, die Botlane, die halt einfach nicht mehr farmen kann, weil sie halt diese 4-Mann-Pressure respektieren müssen. Dann kommt halt ein Kill auf der Toplane, haben sie abgegeben, den hätten sie sogar noch vermeiden können, aber ansonsten haben sie halt einfach eine sehr, sehr starke Early-Mid-Game-lastige Kombo gehabt mit viel Catch-Potenzial. Wenn du halt erstmal vorne bist, dann gehst du einfach bloß auch rauf auf den Gegner, einfach nur engage, 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 und das haben sie auch hinbekommen. Das klingt ja eigentlich ziemlich eindeutig, aber trotzdem muss man natürlich sagen, woran hat es gelegen? Also warum konnten die Evos da gar nichts gegen leisten? Es waren halt super viele individuelle Fehler. Also jetzt, man kann jetzt natürlich sagen, oh, das lag im Team und hier das, man kann grob was sagen, aber es war für mich einfach, jeder einzelne Spieler hat halt individuelle Fehler gemacht, der Midlaner respektiert nicht, dass der Drache gerade gemacht wurde, geht nicht Base, die Botlane, die halt einfach schon bei dem Invade quasi ihren Flash verliert, dann hast du halt noch den Jungler gehabt, der halt im 1 gegen 1 stirbt, weil er halt auch einfach die Raptoren zu lange tankt, also es war halt wirklich ein sehr individuell lastiges Spiel. Ja, wir wollen auch mal eine Szene zeigen, wo die Evos trotzdem mal versucht haben, ja, so ein bisschen gegenzuhalten, aber man merkt relativ schnell, dass es nicht fruchtet. Ja, grundlegend erstmal zu der Szene, was halt wichtig ist zu wissen, da sind sie halt schon super weit hinten im Gold, ihr könnt euch das Ganze ein bisschen angucken. Es bleibt eigentlich bis noch hier zu engagen. Ne, man geht jetzt mit dem Bock rein, Blackshield ist draußen, aber gegen All Ultimate will man nicht unbedingt traden. Und jetzt kommt halt der ganz, ganz wichtige Punkt, warum man sich entscheidet zu engagen. Man ist hinten, man muss jetzt sowieso kämpfen, ansonsten ist das Spiel halt verloren. Und hier haben wir halt das Wichtige, dass Gangplank halt auf der Karte noch in der Midlane unterwegs ist. Er hat zwar sein Ultimate, womit er halt global helfen kann, aber er kann halt nicht dazu stoßen, er hat sein Teleport auch noch auf Cooldown. Dementsprechend ist es halt vollkommen okay, man will diese eine Chance nochmal nutzen. Ganz wichtig, Kha'Zix trifft sich da gleich mit Skarner, könnte man an der Stelle drauf achten. Viele Kreise. Ja, wenn die kleiner sind, ist es auch einfach aus dem Handgelenk. Tritt sich halt da mit Skarner, man weiß also, dass Skarner da ist und versucht das Ganze jetzt zu engagen. Ryze Ultimate wird eingesetzt, man will dann halt einfach dort aufschließen. Hier sieht man nochmal, dass man auch ganz, ganz gezielt den Kha'Zix quasi mit nach vorne bringt, dass man halt Ornn mit dem Ryze Ultimate nach vorne bringt, den Tank und den Assassin in die Backline. Es ist halt von der Struktur her gut aufgebaut, aber einfach der Goldunterschied führt halt dazu, dass man selbst in so einer Situation das Ganze hier nicht mehr umdrehen kann. Schöner Anfang, Morgana zündet jetzt einfach Ultimate, denn man muss sich zurückziehen, hat halt keinen Kill bekommen. Und jetzt sogar nochmal ganz wichtig, ne, hier in der Situation ist gerade Tahm Kench geflasht. Tahm Kench kann halt jeden, wirklich jeden aus einer CC-Situation befreien, da oben das Barry ignorieren wir jetzt einfach mal. Q. Und jetzt hier an der Stelle. Einfach, lass dich doch binden. Lass dich doch einfach binden. Wieso Slave flashst du und lässt dein Support dafür sterben? Denn er kann sich halt einfach nur binden lassen und Tahm Kench frisst ihn und alles ist safe. Aber er flasht halt selber raus. Da hat man halt auch schon ein bisschen gemerkt in der Situation, dass halt Aufregung mit dem Spiel war, vielleicht auch Tilt, man weiß es nicht. Man war sehr, vielleicht auch ein bisschen frustriert darüber, wie das Game lief und hat halt alles falsch gemacht, was falsch zu machen war. Es war bitter, aber so entsteht halt ein Stomp, ne? War nicht nur bitter, war nicht nur ein Stomp, war eine eindeutige Partie, aber gleichzeitig muss man jetzt bei den Evos nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, oder? Nö, das nicht. Das war jetzt ein Game so. Es gibt halt noch zig andere Games, es gibt die Rückspiele. Also beim ersten Game, wenn da jetzt die Flinte ins Korn wirfst, das wäre ein bisschen sehr früh. Ja, das klang gerade so ein bisschen so, als hätten sie an einem gewissen Punkt in diesem Spiel zumindest aufgegeben. Aber wie das jetzt in dem Folgetag oder beziehungsweise im Rest des Tages, weil sie kommen ja nochmal wieder, aussehen wird, da werden wir natürlich dann später drauf schauen. Die nächste Partie, die wird auf jeden Fall auch interessant. Das wird nämlich Team Liquid sein und die treffen nämlich jetzt die